So. Kommt auf jeden Fall noch ein bisschen auf uns zu. Nö, müssen wir nicht hin. Wumperfrüchte. Ich wollte schon wieder Äpfel sagen. Kann man ruhig mitnehmen. Und das ist auch schon das Ende. So, was ist denn das nächste? Ich weiß das gar nicht mehr. Oh, das Kabel ist hier ein bisschen im Weg. So, schon besser. Unbearable. Können wir machen. Haben wir überhaupt... Ich glaube, wir müssen da noch mal rein. Weil ich denke mal, wir werden so nicht weiterkommen. Aber wir machen erstmal Unbearable und dann ist... Alles gut. Vielleicht ist auch in Unbearable das Ding, womit wir in das Level von eben gerade reinkommen. Man weiß es nicht. Weil das hier wird wahrscheinlich das Level sein, wo man auf dem kleinen Eisbär sitzt und von dem großen Eisbären verfolgt wird. Ja, weil man wird hier von dem großen verfolgt. Vielleicht ist das schon das Level, was sehr nice wäre. Okay, da hat die mitgenommen. Ah, und dein Näschen. Huiuiui. Tod verendet. Ja. Wir müssen den ganzen Shit ja noch auf Zeit machen, fällt mir gerade ein. Das ist cool. Weil Zeit hat mir hier sehr gut gefallen in dem Spiel. Aber es ist auch mein Lieblings... War das hier? Tatsächlich. Mein Lieblingsteil und dann auch noch Zeit. Ist schon was Feines. Hallo Tobi Potato. Der Eisbär sieht voll cool aus. Ja. Ich würde den kleinen und den großen mal gerne nebeneinander sehen. Wie sehr die sich unterscheiden. Ah! Also, wenn ihr seht, dass ich eine Kiste übersehe, sagt mir bitte direkt Bescheid. Oh ne, den will ich jetzt nicht haben. Das ist doch scheiße. Mit der Physik hier los? Oh. Oh Gott. Ach, schon wieder? Ja gut. Ist doch ganz angenehm hier. Gibt's hier keinen Edelstein?
Das weiß ich nicht, aber es ist ja jetzt nicht wirklich ein Verfolgerlevel. Hätte es da nicht noch irgendwie einen Edelstein oder sowas geben müssen? Oder war das einfach nur der Kisten wegen? Habe ich den verpennt? Kisten jetzt ausgelöst wurden. Wir sehen ja unten zum Glück. Sind das die Nitro-Kisten? Ja, plus 4 sind 12. Ja gut, dann müsste das ja passen. Gottes Willen! Lieber selbst kaputt, weil ich vertraue dem Verfolger. Ob es Kugel oder Eisbär ist, vertraue ich nicht, dass der alles kaputt macht. Ja, ist okay. Uiuiui. 4 Kisten noch. 1. Und die 4 TNT-Kisten. Der Weg war nur für die Kisten. Das ist sehr schön. Dankeschön für die Info. Ich glaube, da gab es auch gar keinen anderen Edelstein hier in dem Level. Ich meine, das wäre nur Zeit und Relikte gewesen. Yeah! Jetzt nicht damit gerechnet, dass da nochmal was kommt. So. Dann holen wir uns jetzt unseren Edelstein ab und laufen dann wieder zurück. So, Totally Bear. Das ist, glaube ich, ein eigenes Level, ne? Ein Dunkelheitslevel. Müssen wir doch nochmal gleich das andere Level machen. Ja, ist okay, Crash. Crash, Crash, meine Batterien sind leer. Könntest du nach Hause gehen und ein paar neue holen? Ich weiß nicht, ob das genau der gleiche Wortlaut war, aber... Wisst ihr Bescheid. Wow. Ja, wow. Ich war dann doch etwas irritiert von der Zeit und dachte mir, ach, nimmst du Zeit mit, aber ich muss dann auch Kisten einsammeln, deswegen wäre das nicht gut geworden. Ach, das war das Level. War das nicht irgendwo, wo man über eine Statue drüber springen muss, um an Kisten zu kommen, oder war das ein anderes Level? Ja, da habe ich ja was verpasst. Da ist das, wo man nicht drüber, aber man muss links vorbei, sonst kriegt man die nicht. Okay, dann wird man echt zugeschissen mit Leben, ne? Ach, das ist hier ganz okay, weil... Man sieht eigentlich alles noch ziemlich rechtzeitig. Ich finde, das ist hier anders als so ein richtiges Dunkelheitslevel. Ich denke immer, dass ich den Kisten nicht einsammeln kann. Okay, 15 Kisten haben wir noch vor uns. So, diesmal falle ich nicht auf euch rein. Na. Okay. Mhm.
Na, das war so klar. Ah. So, diesmal nicht. Eine. Dankeschön, da ist die letzte. Uiuiui. Okay, hätten wir das geschafft. Schon wieder ein Level beendet. Sehr schön. So, und mein Tee ist so gut wie alle. Die Uhr sagt gleich bestimmt auch schon 3 Uhr und 3 Uhr ist doch gut für ein Bier. Ich möchte nämlich echt gerne mal wissen, wie das schmeckt. So, ich hätte jetzt gesagt, komm, wir machen direkt die Zeit hier. Was wir... Nee, Zeit würde ich nicht machen, weil das Endstück gerannt werden muss, glaube ich. Deswegen... Nee. Machen wir nicht. Wir gehen jetzt nochmal in das Road to Ruin und holen uns da den letzten Kristall. Ich habe es noch nie geschafft, in diesen Secret Warpunkt zu kommen. Ja, das sind auch immer so versteckte Sachen. Ich glaube, das Offensichtlichste war echt in dem... in dem einen Reitlevel, wo man am Ende über den Abgrund springt und dann da diese Eisschollen im Original sieht und hier sind es halt diese komischen Plattformen. Das ist, glaube ich, so das Offensichtlichste, um in den Vorsprung reinzukommen. Hier immer noch nicht alle Kisten holen. Ja. Okay. Wir gehen ja nicht das Risiko ein, dass hier vielleicht Nitro-Kisten erscheinen. Ach, guck mal, ich hätte nur zurücklaufen müssen. Ist ja der Wahnsinn. Ein Checkpoint. Ja, das war klar. Ich bin einfach jetzt zu ungeduldig, um da zu warten. Okay, warum ich da nicht gestorben bin, ist auch... hinterfrage ich einfach mal nicht. So. Wir haben unseren Edelkristall. Und dann können wir jetzt... Entweder kommt jetzt Tiny... Oder einer von den Komodo-Brüdern. Aber wir kriegen wahrscheinlich erstmal eine Zwischensequenz. Ja. Crash, mein Junge. Du hast mehr als die Hälfte geschafft. Bestimmt hast du bemerkt, dass es schwieriger wird. Die letzten 10 Kristalle zu bergen wird am schwierigsten sein. Und unsere Feinde werden ihre stärksten Leute schicken, um dich aufzuhalten. Ich melde mich nach dem nächsten Warp-Raum. Okay. Dann. Ich hab dem jetzt nicht zugehört. Fehlt uns. Ach, stimmt. Ah, stimmt, das ist ja jetzt nicht mehr beim Hoch- und Runterfahren, sondern haben die extra, nochmal ein extra Portal dahin gebaut, damit man die, denke ich mal, so oft wie man möchte machen kann. Natürlich.